Fragen, die Monsieur Damilfou Cuisinier. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, das Berufsschulbuch für Köche. Es ist vollkommen ohne Serifen gesetzt worden. Der Inhalt ist teilweise fragwürdig. Es wird vorgelesen, weil es das Berufsschulbuch für Köche ist. So. Im Teil Arbeitssicherheit bin ich angekommen im Kapitel 1, Unfallverhütung. Bei 1.3 Messer, schneidende Maschinen, Knives, Cutting Machines, Le Couteau, oder Le Couteau steht hier, Le Couteau, Le Machine à Couper, Couteau männlich, Le Couteau, und jetzt. Kura ist unregelmäßig. So. 1.3 Messer schneidende Maschinen. In Verbindung mit Messern und schneidenden Werkzeugen entstehen etwa 12% der Unfälle im Gastgewerbe. Auf die Beschäftigten in der Küche bezogen geschieht jeder dritte Unfall in Verbindung mit Messern. Mit zu den schlimmsten Unfällen in der Küche gehören die ausrutschenden Messer bei der Fleischerzeugung. Besonders gefährdet sind Hände, in Klammern Schnitt- und Stichwunden, Bauchgegend, in Klammern Darmverletzung, Oberschenkel, in Klammern Schlagadern. Wirksamer Schutz bei der Fleischzerlegung bieten Stechschutzschürze und Stechschutzhandschuhe. Dazu gibt es auch eine Abbildung, Stechschutzhandschuh. Das ist hier zu sehen. Und dann gibt es einen roten Kasten mit einem roten Punkt. Schneidwerkzeuge nie ins Spülwasser legen. Wer nicht Bescheid weiß, greift in das Wasser und verletzt sich. Schutzvorrichtungen dürfen nicht entfernt werden. Ich kommentiere das nicht. So. Ich mache Messer gern sauber. Und wenn ich spüle, hat an meinem Arbeitsplatz gerne was zu suchen. Das Buch ist scheiße, tschüss. Ich habe es jetzt doch kommentiert. Spätestens hier merkt man, dass keiner der Autoren jemals gekocht hat.